Hallo, in diesem Video werden wir uns die Software Zoom für Videokonferenzen ansehen. Ich werde sie Schritt für Schritt durchgeleiten, durch die Registrierung, dann das Aufsetzen eines Meetings und die Funktionen während eines Meetings. Vorab möchte ich Ihnen noch einige Informationen geben. Ich habe einen kleinen Leitfaden zu Videokonferenzen erstellt. Was ist die Voraussetzung aus meiner Sicht? Meiner Meinung nach, funktionsfähige Hardware ist zwingend Voraussetzung. Das heißt, Sie wissen, dass Ihre Kamera funktioniert, Sie wissen, dass Ihr Mikrofon funktioniert, Sie haben das vorab getestet und bereits einmal simuliert, bevor Sie dann in den echt, in den Live-Modus gehen. Das kann man gerne auch mit Verwandten, Bekannten oder anderen Personen machen, bevor es sozusagen in einen produktiven, in eine Echtphase geht. Ein Zoom-Meeting kann man zum Beispiel vorab schon aufsetzen und dann zum Testen dem beitreten, als Host quasi, als der oder diejenige Person, die dieses Meeting abhält, um zu sehen, dass das Meeting funktioniert. Was eine wesentliche Voraussetzung ist, ist eine schnelle und stabile Internetverbindung. Das sage ich insbesondere deshalb, weil mobile Internetangebote vor allem an Zeiten, Abendzeiten bzw. an Wochenenden oft an der Maximalgrenze sind und man deshalb darüber nachdenken sollte, wenn möglich eine andere Art der Internetverbindung zu haben, also idealerweise kabelgebundenes Internet in der eigenen Organisation. Beziehungsweise danach WLAN in der eigenen Organisation und danach so etwas wie mobile Internetzugänge. Vorbereitung des Systems meint, Sie starten das System, bevor Sie diese Videokonferenz beginnen, neu. Das ist insbesondere relevant, da oftmals Updates während dem Arbeitsprozess heruntergeladen werden. Dies passiert im Hintergrund und das sehr oft zu Problemen führen kann, wenn diese Updates noch nicht installiert wurden und auch sehr viele Anwendungen im Hintergrund laufen könnten. Das heißt, wichtig ist, vor einem Start eines Videomeetings, einer Videokonferenz, das System einmal neu zu starten. Neu starten meint wirklich herunterfahren und dann starten und nicht nur in den Energiesparmodus zu gehen. Wichtig ist auch, dass Sie nur notwendige Programme öffnen. Ihr Gerät verfügt über einen begrenzten Arbeitsspeicher. Im Arbeitsspeicher befinden sich alle laufenden Programme, die brauchen gewisse Ressourcen. Wenn Sie Ressourcen unnötigerweise beanspruchen, zum Beispiel weil Sie sehr viele Tabs im Firefox offen haben, weil Sie gleichzeitig Outlook offen haben und diverse Präsentationen, die Sie nicht unbedingt für diese Videokonferenz brauchen, dann kann es passieren, dass die Videokonferenz langsam wird, dass vielleicht Ihr Mikrofon abgehackt nur verständlich ist, dass die Lautstärke vielleicht abgehackt verständlich wird oder dass auch die Bilder zum Beispiel nur ganz schlecht übermittelt werden. Das heißt, nur notwendige Programme sollten geöffnet sein. 15 Minuten vor Beginn empfiehlt sich eine Art Verbindungstest durchzuführen, das heißt zu schauen, passt meine Bandbreite, läuft alles stabil und auch darüber nachzudenken, einen Plan B zu entwickeln, also habe ich die Möglichkeit der Einwahl auf einem alternativen Gerät. Mittlerweile, und das werde ich auch bei Zoom vorstellen, ist die Möglichkeit, Zoom auch auf einem Tablet zu verwenden, beziehungsweise auch sogar auf einem Smartphone zu verwenden. Per Zoom, das zeige ich Ihnen in Kürze. Wesentlich für Zoom ist die Meeting-ID, was sowas ist wie also eine dreimal dreistellige Nummer, ähnlich einer Telefonnummer, die in diesen Einladungslink verschickt wird und wo man dann beitreten kann. Ein paar Punkte in der Organisation von Meetings, die sich jetzt aus meiner Erfahrung heraus als wesentlicher herausgestellt haben. Eine Moderationsrolle. Die Moderationsrolle beinhaltet eine Organisation derjenigen Personen, die sprechen, erklären des Tools, erklären der Funktionen des Tools, welche Möglichkeiten es gibt und achten auf den Ablauf. Eine zweite Rolle könnte jemand übernehmen als Chat-Moderatorin, Moderator, also zu sehen, was passiert gerade im Chat. Man kann auch sagen, bitte den Chat nicht nutzen, um eher die Aufmerksamkeit im Face-to-Face zu halten. Das müssen Sie selbst entscheiden, das obliegt quasi Ihnen. Dann eine wesentliche Komponente ist für Videomeetings Pausen, häufigere Pausen und vielleicht auch kürzere Pausen, haben sich aus meiner Erfahrung als besser herausgestellt, als nach 1,5 Stunden einmal eine längere zu machen. Also
wirklich zu versuchen, nach 20, 30 Minuten eine 5-minütige Pause zu machen und danach weiterzuarbeiten. Mikros stumm zu schalten, diese Funktion halte ich für essentiell, also den Studierenden mitzuteilen, wie sie ihre Mikrofone stumm schalten, und als Host kann man, hat man die Möglichkeit, die Mikrofone aller stumm zu schalten. Handheben und andere Interaktionssymbole, dass es die Möglichkeit bei Zoom eben gibt, diverse Möglichkeiten, wie man auf sich, zum Beispiel wenn es eine Frage gibt oder wenn es Bedarf nach Pause gibt, aufmerksam zu machen. Sie geben die Adresse zoom.us ein, klicken auf kostenlose Registrierung und registrieren Ihren Account. Für die derzeitige Situation ist es so, dass die Beschränkungen, die eigentlich bei Zoom gelten, außer Kraft gesetzt wurden. Das heißt, Sie können ein Meeting veranstalten, so lange und mit so vielen Teilnehmern, wie Sie wollen. Ich überspringe diesen Prozess und klicke auf Anmelden und melde mich mit meinem Konto an und gelange in mein sogenanntes Dashboard, in meine Übersicht. Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ein Meeting planen, einem Meeting beitreten und ein Sofort-Meeting veranstalten. Ein Meeting planen empfiehlt sich für eine zum Beispiel Lehrveranstaltung am nächsten, übernächsten Tag. Ein Meeting veranstalten empfiehlt sich für ein sofortiges Meeting. Ich werde jetzt die Funktion ein Meeting planen erklären. Klicke auf ein Meeting planen. Gebe hier ein Test-Meeting. Schreibe Test. Beginnt um 18:30 Uhr am 17.03. dauert 4 Stunden. Ist kein wiederkehrendes Meeting. Ich will kein Kennwort. Das Video soll eingeschaltet sein. Und Audio. Es gibt auch die Möglichkeit, wobei die sehr selten genutzt wird, dass man sich per Telefon einwählt. Möglichkeit beides genügt. Teilnehmer beim Beitritt stummschalten empfiehlt sich als Option, damit nicht alle Mikrofone automatisch aktiviert sind. Man kann gerne auch einen Warteraum aktivieren, damit die Teilnehmer in einen sogenannten virtuellen Warteraum, bevor das Meeting offiziell startet, sich bereits einloggen können. Gut. Nun gibt es eine wesentliche Funktion, die ich Ihnen gleich jetzt zeigen möchte. Das sind die sogenannten Breakout Rooms, Session Rooms. Das heißt, man hat ein Meeting, aber man möchte zum Beispiel verschiedene Untergruppen bilden. Das kann ich dadurch erreichen, dass ich hier auf Einstellungen gehe und den Punkt Breakout Room aktiviere. Breakout Room dem Host erlauben, Meeting-Teilnehmer in separate kleinere Räume aufzuteilen. Diese Option kann auch aktiviert werden. Hier kann der Host-Teilnehmer bei der Planung den Pausenräumen zuordnen. Ich habe das heutige Test-Meeting mit 18:30 Uhr. Diese Optionen sind nun aktiviert. Nun nehmen wir fiktiv an, das Meeting beginnt also heute um 18:30 Uhr. Ich klicke auf Meeting starten. Und das ist nun essentiell. Lade diese kleine Datei herunter und öffne sie. Das Testmeeting wird gestartet. Ich werde nun versuchen, die anderen Geräte hinzuzufügen. Eine Frage ergibt sich natürlich schon noch, wie kann ich den Studierenden, den Teilnehmerinnen des Meetings mitteilen, wie sie sich in das Meeting einloggen können? Diese Option ist insofern gegeben, dass ich beim Testmeeting entweder den Studierenden einfach diese Meeting-ID weitergebe. Wie gesagt, drei Blöcke, 3x3-stellige Zifferkombination, oder eine Einladung. Hier auf Einladung klicke, Einladung, Meeting-Einladung kopieren und in meinem E-Mail-Account dann, beziehungsweise den Teilnehmerinnen,
die ich als Nachricht schicke. In dem Fall würde ich das per E-Mail machen. Es geht aber genauso per eCampus, indem ich mich hier einlogge und dann zum Beispiel in einem meiner Kurse dies als Nachricht. Also würde ich jetzt eine Kursnachricht, ein neues Thema hinzufügen, könnte ich das mit rechter Maustaste und einfügen. Rechte Maustaste und einfügen, hinzufügen. Wichtig ist diese Meeting-ID oder, wenn es sehr bequem sein soll, dann mit diesem Link. Wie gesagt, Zoom ist unabhängig von der Plattform, das heißt, die Teilnahme ist möglich per Smartphone, Android, iOS. Es ist möglich mit einem Notebook, mit einem PC. Es ist unabhängig, ob man Software installieren darf auf diesen Geräten oder nicht. Das ist soweit alles geklärt. Das heißt, es ist von einem Firmengerät genauso möglich wie von einem Privatgerät, von einem Tablet und so weiter. Ich habe nun folgendes Tablet und habe mir am Tablet die Zoom-App heruntergeladen und werde nun versuchen, mit meinem Tablet einzusteigen. Ich gehe am Tablet auf am Meeting teilnehmen und gebe diese Zoom-Meeting-Nummer. Die Zoom-Meeting-Nummer erscheint auch, wenn ich die Maus bewege, in meinem oberen Teil, beziehungsweise sie erscheint unter diesem Informationssymbol. Ich gebe in dem Fall diese Nummer ein. Und trete dem Meeting bei. Somit bin ich dem Meeting beigetreten. Ich möchte nun die wesentlichsten Funktionen in Zoom erklären. Audio ein und aus. Hier können Sie sich selbst bzw. alle Teilnehmer sich selbst stummschalten bzw. die Stummschaltung aufheben. Das kleine Pfeilsymbol daneben zeigt an, welche Mikrofone Sie verwenden können. Das ist insofern hilfreich, wenn Sie das Gefühl haben, beziehungsweise wenn Ihre Gegenüber Ihnen sagt, Sie hören sich nicht, Sie werden nicht gehört, dann können Sie hier überprüfen, ob das richtige Mikrofon ausgewählt. Hier ist das Mikrofon meiner Webcam ausgewählt. Ich hätte auch noch die Möglichkeit, ein anderes Mikrofon auszuwählen, was ich in dem Fall aber nicht mache. Lautsprecher, hier ebenfalls zu sehen, sind das die Lautsprecher meines Notebooks, beziehungsweise oder sind das andere Lautsprecher. Video beenden, beendet oder startet das Video. Ich könnte hier auch zum Beispiel einen virtuellen Hintergrund wählen oder diverse andere Dinge an meinem Video ändern. Schließe ich jetzt. Es gibt auch die Möglichkeit, Videoeinstellungen vorzunehmen. Einladen. Sollte ich eine Session starten und noch keine Teilnehmer eingeladen haben, beziehungsweise eben ein Sofort-Meeting starten, kann ich hier über den Punkt Einladen mit bereits vorhandenen Kontakten eine Videokonferenz anbeginnen, beziehungsweise per E-Mail, zum Beispiel mit meiner Standard-E-Mail, eine Einladung versenden. Ich kann auch unter URL kopieren gehen und wenn ich mir nun einen Zwischenspeicher öffne, nehmen wir an, das wäre mein E-Mail-Programm, kann ich über rechte Maustaste einfügen, diesen Link einfügen. Auch so ist es möglich, wenn ich zum Beispiel kein Meeting geplant habe, ist es auch so möglich, dass ich ein Sofort-Meeting starte und hier über den Punkt Einladen die Teilnehmerinnen einlade. Der nächste Punkt, Teilnehmer verwalten. Hier sehe ich auf der rechten Seite sämtliche Teilnehmer, Teilnehmerinnen und kann zum Beispiel das Audio ein- und ausschalten bzw. Auch diese Personen. Also ich als Host stehe immer oben, deshalb auch Host. Könnte sagen, ich möchte einen Host übergeben oder wie Sie vorher gerade gesehen haben, ein Spotlight-Video. Spotlight-Video heißt, alles von dieser Person wird angezeigt.
Und egal, ob jemand spricht oder nicht, wird auf diesem Video geblieben. Sobald ein Audiosignal wahrgenommen wird, das heißt, sobald man in sein Mikrofon spricht, dass der oder diejenige, die gerade spricht, für alle Teilnehmerinnen auf den großen Bildschirm gestellt wird. Ich habe zwei verschiedene Ansichten, die möchte ich auch noch kurz zeigen. Es gibt auch die Möglichkeit einer Galerieansicht. Die Galerieansicht zeigt mir alle Teilnehmerinnen. Je mehr Personen, desto kleiner werden diese Felder. Und sollte ich mehr als, glaube ich, 30 Teilnehmerinnen haben, dann habe ich Möglichkeit, mit links oder rechts zu blättern. Gehe wieder zurück zur Sprecheransicht. Ich habe auch die Möglichkeit, auf den Vollbild zu wechseln. Ich kann auch diesen Vollbildmodus wieder verlassen. Bildschirm freigeben. Diese Funktion ermöglicht es mir, Teile freizugeben. Sie sehen, ich habe zwei Bildschirme, ich arbeite mit zwei Bildschirmen. Man kann aber auch zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation freigeben. Man kann auch ein Video freigeben. Würde ich zum Beispiel jetzt ein YouTube-Video gerne freigeben und dass alle Teilnehmerinnen sich dieses ansehen sollen, dann gehe ich hier auf YouTube. Kann über diese Option das Video mit allen Teilnehmerinnen zeigen. Und kann auch den Ton für alle Teilnehmerinnen freigeben. Nehmen wir an, ich habe eine PowerPoint, dann öffne ich diese im Hintergrund. Leitfaden Videokonferenzen. Wenn ich hier nun noch einmal auf Bildschirm teilen, dann teile ich mit allen meinen Meeting-Teilnehmerinnen diese PowerPoint-Präsentation. Und am Tablet zeige, wie ich die PowerPoint steuere. Sie sehen das Tablet in einer kleinen Version hier. PowerPoint beenden. Ich stoppe diese Freigabe mit Freigabe stoppen. Ich kann auch erweiterte Freigabeoptionen haben, kann freigeben, entscheiden, wer freigibt. Ich kann auch Freigabe für mehrere Teilnehmerinnen ermöglichen. Diese Option kann ich frei wählen. Chat. Sie sehen, rechts hat sich ein neues Fenster geöffnet. Ich kann mit allen schreiben, jeder im Meeting. Ich kann nur mit Einzelnen, zum Beispiel meinem Tablet. Wenn ich eine Nachricht bekomme, kann ich im Chat auf diese Nachricht antworten. Aufzeichnen. Ich kann das Meeting aufzeichnen. Breakout Sessions. Und Reaktionen. Reaktionen würde ich zum Beispiel diese beiden haben. Ich kann aber auch als Teilnehmer, teile ich jetzt gerade meinen Bildschirm vom Tablet. Zeige zum Beispiel den Bildschirm meines Tablets. Teilnehmerinnen können auch Reaktionen abgeben, nicht nur das Klatschen-Symbol oder das Daumen nach oben-Symbol, sondern sie haben auch die Möglichkeit auf ihren Teilnehmergeräten zum Beispiel das Handheben-Symbol. Ich bekomme hier eine Nachricht. Lenovo Tab hat die Hand gehoben, kann hier auch selbstständig sagen Audio ein und könnte das jetzt freischalten. Nun möchte ich eine Breakout-Session einrichten. Die Teilnehmerinnen zu einer gewissen Anzahl von Sessions zuordnen. Ich kann das manuell oder automatisch machen. In meinem Fall habe ich vier Teilnehmerinnen und zwei Teilnehmer pro Sessions. Erstelle eine Session und kann sagen, Breakout Session 1 sind mein Tablet. Breakout Session 2 ist mein Tablet und mein Smartphone. Und Breakout Session 1
sind mein Notebook. Kann auch tauschen bzw. mich verschieben nach Breakout Session 2 oder wieder zurück nach Breakout Session 1 oder kann sagen, tausch mit ihm. Bin ich mit meinen Optionen zufrieden? Oder möchte noch eine Session hinzufügen, kann ich das auch machen. Ich kann auch über Optionen alle automatisch in Breakout Sessions verschieben, automatisch schließen mit einem Zeitlimit, mich benachrichtigen, wenn das Zeitlimit abgelaufen ist und Countdown nach dem Schließen ist zum Beispiel 120 Sekunden. Ich möchte jetzt nach einer Minute die Breakout Session schließen und beginne jetzt die Breakout Session. Alle Personen bekommen eine Nachricht auf ihren Geräten. Ich werde das versuchen herzuzeigen. Möchten Sie an einer Breakout Session teilnehmen? Und ich nehme an einer Breakout Session teil. Das funktioniert dann auch bei allen anderen Geräten. Ich habe schon den Hinweis, dass die Zeit abgelaufen ist und kann jetzt wählen, ob es jetzt schließen oder jetzt offen ist. Ob ich die Breakout-Räume offen lassen möchte. Die Frage könnte nun sein, wie kann ich als Host einem Breakout-Room beitreten? Unter der Funktion Beitreten kann ich der Breakout Session 1 zum Beispiel beitreten und bin jetzt Teilnehmer der Breakout Session 1. Ich habe als Host die Möglichkeit, an allen Breakout Rooms teilzunehmen und kann zum Beispiel diesen über Breakout Session verlassen, wieder verlassen. Nachdem die Minute schon abgelaufen ist, bekomme ich hier den Hinweis, könnte genauso teilnehmen an der Breakout Session 2. Ich habe auch die Möglichkeit, eine Nachricht an alle zu senden und alle Teilnehmerinnen erhalten eine Nachricht. Nun nehme ich die Option jetzt schließen und alle kehren zurück. Auf meinem Tablet erhalte ich den Hinweis, in 30 Sekunden wird der Raum geschlossen. Ich kann auch schon gleich auf Jetzt verlassen klicken. Ich kann auch hier zur Hauptsession zurückkehren klicken. Im Wesentlichen waren dies die Funktionen von Zoom. Sie sehen, die restlichen Teilnehmerinnen sind wieder online. Und zum Abschluss beende ich das Meeting mit Meeting beenden. Abschließend möchte ich noch die Möglichkeit zeigen, wie Sie sich die Desktop-Variante von Zoom herunterladen. Klicken hier auf Zoom US. Melden sich an. Klicken auf Ressourcen, Zoom Client herunterladen. Es gibt auch die Möglichkeit, Video-Tutorials von Zoom direkt anzusehen. Welchen Vorteil bietet mir der Zoom-Client? Ich zeige Ihnen den Zoom-Client. Starte hier Zoom. Habe eher ähnlich der Online-Oberfläche. Welchen Vorteil habe ich durch den Zoom-Client? Ich stelle Ihnen nun beide Möglichkeiten gegenüber. Rechts sehen Sie die Online-Variante, links sehen Sie den Desktop-Client. Und habe ähnliche Möglichkeiten, Meetings zu erstellen, mein Profil zu verwalten. Ich kann hier auf Neues Meeting gehen, auf der linken Seite, beziehungsweise ein Meeting planen oder hier ein Meeting planen oder Meeting veranstalten.
Zoom Client kann ähnlich gesehen werden wie Skype. Das heißt, mit allen Kontakten, mit denen ich bereits Kontakt hatte und sofern diese online sind, kann ich eben sofort ein Zoom-Gespräch starten. Hier sehe ich, dass ein Kollege zum Beispiel online ist. Könnte auch gerne theoretisch einen Chat starten. Ich sehe hier beim Zoom-Client auch meine nächsten Meetings, die ich sonst in der Online-Variante unter Zoom-Meetings sehen würde. Ein wesentlicher abschließender Punkt ist noch bei den Einstellungen online. Grundsätzlich ist eingestellt bei einem Konto, dass ein Passwort verwendet wird. Ich würde aus Gründen der Einfachheit nicht empfehlen, dass standardmäßig ein Passwort für die Meetings vergeben wird. Dieses Passwort ändere ich unter Einstellungen. Scrolle runter zum Punkt Passwort. Hier Kennwort für Sofort-Meetings verwenden. Nein. Beim Anberaumen neue Meetings Kennwort verlangen. Auch nein. In der Standardvariante ist das bereits auf aktiviert gesetzt. Ich empfehle es nicht. Ansonsten sehe ich eine große Gefahr, dass das Passwort zu finden herausfordernd sein wird. Es ist natürlich möglich, diese Option zu wählen. Das war ein ausführliches Video dazu, wie Sie Schritt für Schritt den Zoom-Account registrieren, wie Sie ein Meeting planen, welche Funktionen Sie während eines Meetings haben und welche Optionen Sie zum Beispiel bei den Breakout-Sessions